A2.4. Existiert unter den Dreiecken OPQN ein rechtwinkliges Dreieck mit OP als Hypotenuse? Begründen Sie Ihre Antwort mit Hilfe einer Zeichnung in A2.0. Hier habe ich nochmal meine Zeichnung und wenn es heißt, OP soll die Hypotenuse sein, also diese Strecke hier, dann muss gegenüber der rechte Winkel liegen, das heißt, der rechte Winkel darf nur hier bei QN liegen. So, wie kann man jetzt überprüfen, ob solche Punkte existieren? Da gibt es einen ganz bekannten Satz, der mit rechtwinkligen Dreiecke zu tun hat. Nein, nicht der Pythagoras, sondern der Thaleskreis. Ein Thaleskreis sagt, wenn ich über einer Strecke, hier zum Beispiel OP, einen Halbkreis errichte, nenne ich das mal M als Mittelpunkt. So, wenn ich jetzt darüber einen Halbkreis ziehe, das kann ich jetzt nur skizzenhaft machen. Ja, war jetzt doch ein bisschen zu schief. So, dann kriege ich lauter rechtwinklige Dreiecke, wenn ich diesen Eckpunkt, wenn ich den dritten Eckpunkt auf diesen Halbkreis lege. Na, also überall da müsste der Punkt Q liegen, damit es rechtwinklige Dreiecke gibt, sodass bei Q der rechte Winkel liegt. Und wenn man diesen Halbkreis einzeichnet, merkt man schon, der schneidet diesen Graphen von der Funktion nicht. Also können auch folglich keine Dreiecke existieren. Ja, zeichnet es daheim mit Zirkel nach, einfach Radius von M nach O. Und dann merkt man, diese beiden Ortslinien schneiden sich nicht. Also wir können aufschreiben, der Thaleskreis über der Strecke OP schneidet den Graphen der Funktion f nicht. Folglich gibt es keine Punkte Qn, die Eigenschaft erfüllen, dass es ein rechtwinkliges Dreieck wäre. Was schreiben wir so? Mit Winkel OQNP gleich 90 Grad. Punkt. Und damit wäre auch diese Aufgabe gelöst.